Genau, mein Name ist David. Ich möchte euch heute meine 7 Thesen zur Zukunft von UX Research vorstellen. Caro hat das gerade schon gesagt, da sind natürlich auch ein paar Implikationen von AI bei, weil ich mich eben mit dem Thema beschäftigt in meiner Rolle als Gründer bei Excel. Ganz kurz, wer bin ich? Das hast du ja mir schon abgenommen. Ich bin UX Research Lead bei Simgate und habe vor gut einem Jahr gemeinsam mit dem Paul Xelfa gegründet, und bei Xelfa machen wir AI für User-Interviews. Das heißt, wir machen eigentlich 2 Sachen. Das eine ist, wir analysieren eure Face-to-Face-User-Interviews, generieren daraus Notizen und auch Insights. Und das andere ist, dass wir tatsächlich auch User-Interviews übernehmen, und zwar in Form von AI-moderierten User-Interviews, die durch den Chatbot geführt werden. Das war sozusagen der ganz kurze Werbeblock. Wenn ihr daran Interesse habt, kommt im Nachgang einfach auf uns zu. Wir reden da natürlich auch sehr gerne drüber. Aber heute soll es um die 7 Thesen zur Zukunft von UX Research gehen. Der Radfahrer ist da drauf, weil ich gerne Fahrrad fahre. Ich dachte, ich bringe noch eine kleine private Anekdote mit. Und die Caro hatte gerade, glaube ich, den Marathon angekündigt, weil ich hier in Köln war, einen relativ schnellen Marathon gelaufen bin. Das habe ich aber gesagt, quasi mit dem Job an den Nagel gehangen, weil so Marathon-Training noch sehr viel Zeit erfordert. Als erste These habe ich euch die AI-Smiling-Curve. Und was ihr hier seht, ich hoffe, das sieht man auch hinten noch, hier unten ist aufgetragen quasi der Zeitstrahl einer typischen UX-Research-Studie. Ich habe einfach mal gesagt, okay, am Anfang habe ich irgendeine Form von Kommunikation mit meinen Stakeholdern, mit meinen Produktmanagern. Irgendwoher muss ja die Fragestellung kommen. Ne? Und dann habe ich so eine Konzeptphase, in der ich vielleicht die Methode auswähle, mit der ich diese Fragestellung beantworte, vielleicht auch nochmal rüberschaue, ist das überhaupt die richtige Frage, die wir hier stellen? Und dann gehe ich ins Design der Befragung, also vielleicht erstelle ich einen Leitfaden dann dafür oder designe einen Survey. Dann gibt es einen Teil Datenerhebung, also User-Interviews führen, Survey durchführen und so weiter. Und dann kommt so der erste Analyse-Part, wo ich mal gucke, okay, um welche Themen finde ich hier drin? Und dann natürlich total wichtig die Interpretation, also was bedeutet das jetzt für uns? Und dann wieder der Part der Kommunikation zurück an den Stakeholder. Die wenigsten von uns haben das Glück, wie wir als Gründer, dass wir das alles selber machen dürfen oder müssen, sondern meistens ist dann ja jemand anders involviert, der das dann umsetzt und auch verantwortet, dass das dann ins Produkt findet. Und die AI Smiling Curve sagt eigentlich, dass an den Rändern vor allen Dingen der Mensch gefordert ist in Zukunft. Also diese ganze Kommunikation, auch viel von dem Konzept, da hat man vielleicht irgendwie in Zukunft eine AI, die einen dabei unterstützt, die da als Bearing dient. Aber im Grunde bleibt das bei den Menschen. Und auch natürlich die Interpretation, was bedeutet das jetzt für uns? Was machen wir daraus? Und die Kommunikation zurück zum Produktmanager. Und gerade in der Mitte, glauben wir, deswegen machen wir da auch Produkte, wird AI aber sehr viele der Aufgaben übernehmen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass eine AI schon einen coolen Survey designen kann, den ich dann noch überarbeite, die Datenerhebung übernimmt oder auch die erste Analyse. Und das ist eben, habe ich ja eben kurz gesagt, genau das, woran wir glauben und weshalb wir bei Xelfa eigentlich diese 3 Produkte genau zur Verfügung stellen. Also einen Assistenten, der einem bei der Gestaltung von Befragungen hilft, dann die Datenerhebung selber auch teilweise übernehmen und insbesondere auch die Analyse danach unterstützen. Und warum das Smiling Curve? Meine 2. These starte ich mit diesen Produkten. Personio, Product Board, Trello, SAP und Datev. Was haben diese Produkte gemeinsam? Ein Freund von mir sagt oft, das sind ja eigentlich einfach nur bessere Excel-Tabellen. Irgendwie hat er recht, ne? Also eigentlich, da passiert jetzt nichts mit AI. Das sind Datenbanken, die irgendwie in schöner angezeigt werden, wo ich irgendwas eingeben kann, was dann ausgerechnet wird, an einer anderen Stelle wieder ausgegeben wird. Und ich glaube, dasselbe wird mit ChatGPT und Large Language Models passieren. Also ich glaube, heute benutzen wir ChatGPT für alles Mögliche. Wir benutzen das, um Interviews zu analysieren, im UX Research jetzt Freitextanalysen und so weiter. Und ich glaube, dass sich mit der Zeit spezialisierte Tools für UX Research da herauskristallisieren werden.
Wir hoffen natürlich, dass Xelpa eins davon ist, aber da sind ganz viele Fragezeichen, weil das, glaube ich, heute total unklar ist, welche das sein werden. Aber ich bin mir sicher, dass es die sowohl im UX Research als auch in anderen Domänen geben wird. Interessant ist vielleicht noch, dass wir gerade im UX Research, glaube ich, von den Generative AI Tools besonders profitieren können, weil da geht es ja um Sprache. Und unheimlich viel von dem, was wir tun, ist halt sprechen, schreiben, analysieren, Texte überarbeiten, während wir gar nicht so viel von diesen Tools da oben rechts sehen. Also wenn ihr mal überlegt, wie viele Tools ihr vielleicht benutzt im Vergleich zu einem zur Finanzabteilung, die ganz, ganz viele unterschiedliche Tools bedienen muss, weil UX Research sich halt gar nicht so oft in Zahlen ausdrückt, ne, sondern eher in Sprache. Die dritte These lautet Research Repositories on Steroids. Wer hat hier ein Research Repository oder sowas ähnliches? Also eine Stelle, wo ihr alle Research-Daten sammelt. Gar nicht so viele. Ist auch super schwierig, ne? Weil das, man muss das pflegen, man muss schauen, dass da alles drin ist. Dann ist da vielleicht nicht alles drin, dann weiß man nicht, was man damit machen will. Ich habe euch mal aufgeschrieben, wie ich glaube, dass wir in vielleicht 5 oder 10 Jahren Research Repositories verwenden. Ich glaube, es wird erst einen Datenupload geben, und zwar von den Rohdaten. Also ne, die User-Interview-Filme vielleicht, die Survey-Daten in einer langen Tabellenform. Und was dann passieren wird, ist, die Datenanalyse wird mit Hilfe von KI passieren. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel User-Interviews da hochgeladen habe, dann werden die offensichtlich automatisch transkribiert, aber dann wird auch eine erste Analyse dazu durchgeführt, genauso bei den Survey-Daten. Was bedeutet das eigentlich? Und danach wird es, glaube ich, schon noch diese Interpretation und Dokumentation im Repository geben, wo dann wieder ein UX-Researcher sitzt und im besten Fall das alles festhält, was das jetzt bedeutet, was die KI vielleicht nicht erkannt hat und was es für die Zukunft irgendwie zu beachten gilt. Und was dann besonders spannend ist, glaube ich, ist, dass wir dann so eine Art unstrukturierten Datenzugriff via Chat und Suche haben können. Und vielleicht kennt ihr Perplexity AI. Hat das schon mal jemand genutzt? Okay. Ich habe das mal aufgeschrieben, wie ich glaube, dass das ungefähr dann aussehen wird. Also nehmen wir mal an, ich arbeite in einem Reiseportal-Anbieter. Keine Ahnung, Google Flights, Google.de. Und ich bin jetzt Researcher oder vielleicht auch Produktmanager und frage, was wissen wir eigentlich über Zusatzleistungen im Rahmen der Flugbuchung? Und das würde ich dann in so ein Chatfenster eingeben. Und dann, glaube ich, wird ungefähr sowas passieren. Insights über Zusatzleistungen im Rahmen der Flugbuchung. Viele NutzerInnen finden das Angebot überflüssig. Für Geschäftsreisende erscheinen die Angebote generell interessanter. Am ehesten sind also Rücktrittsversicherungen und Mietwagen relevant und so weiter. Und was dann, glaube ich, wichtig ist, ist, dass es Verweise auf die Studien geben wird, die das besagen. Sodass ich als UX-Researcher erstens, okay, ich habe eine super Übersicht. Zweitens, vielleicht sind da Sachen, die nicht plausibel sind, also klicke ich mich da nochmal rein. Drittens, vielleicht will ich darüber mehr erfahren und das besser verstehen, was da eigentlich passiert. Und ich glaube, dass das möglich ist, also ich bin mir sicher, dass das technisch möglich ist und ich glaube, dass es diese Produkte geben wird. Die vierte These ist, dass sich die AI-Tools an Prozesse anpassen werden und nicht andersrum, also an bestehende Prozesse. Und ich habe hier mal ein Beispiel von Xelpa tatsächlich mitgebracht. Bei Xelpa, wenn man jetzt so eine User-Interview-Studie, Face-to-Face-User-Interviews mit uns macht, dann besteht das Produkt im Prinzip aus der Transkription der Daten, dann erstellen wir Notizen und dann analysieren wir die Daten. Jetzt haben wir ganz unterschiedliche Kunden. Manche sagen, hey, ich schicke euch diese Videodaten und dann macht ihr das und am Ende möchte ich eine PowerPoint haben, in der die Analyse-Insights drinstehen. Und das funktioniert dann für die gut, wenn wir uns genau in diesen Prozess einbinden, ne? Weil die geben uns schon sehr viele Aufgaben und wir müssen im Prinzip in diesen Prozess genau reinpassen. Also ich sage immer, das ist so ein bisschen so, wie wenn man jetzt als neuer Mitarbeiter in eine Firma kommt, da muss ich mich ja auch in den Prozess einbinden und nicht andersrum, ne? Sondern ich muss halt da reinpassen als in unserem Fall gutes Produkt, damit wir auch immer genutzt werden und ich nicht hier irgendwie
nochmal 3 Stunden Arbeit habe, das an meine Daten oder so anzupassen. Deswegen haben wir natürlich auch andere Kunden, die dann sagen, hey, ich würde euch gerne die Transkripte schicken, aus welchem Grund auch immer, vielleicht finden die unsere Transkription nicht gut genug und wollen das lieber per Hand machen, haben super viele Spezialwörter oder sowas drin. Und die Analysedaten hätte ich gerne in Excel, weil ich die noch in Miro parsen muss oder sowas. Ne? Das machen wir dann auch. Und dann fällt natürlich die Transkription weg und vielleicht ist die Analyse auch ein bisschen anders. Und meine These ist, dass die AI-Tools erfolgreich sein werden, die sich wirklich in diese Prozesse einbinden lassen und nicht irgendwie sagen, okay, das hier ist unser Produkt von der Stange und das musst du jetzt nehmen und dann guckst du mal, wie du damit klarkommst. Die 5. These ist, dass ich glaube, dass UX-ManagerInnen Research-Budgets verwalten werden statt den Headcount. Um das zu erklären, jedes Unternehmen hat so eine Art Research-Kapazität. Typischerweise, also das ist quasi als Formel, die Anzahl der ResearcherInnen, vielleicht auch die Anzahl der UXerInnen, wenn die darin geschult sind, mal die Leistung. Also wie viel schaffen die Leute, was können die alles bewerkstelligen in der Zeit, wie sie für mich arbeiten. Jetzt ist es ja oft so, zum Glück, dass Unternehmen sagen, hey, wir brauchen eigentlich mehr davon. Wir haben jetzt 2 davon, die bringen so viele Insights zu uns, wir wachsen, wir machen neue Produkte. Vielleicht, ne, gerade wenn man in so einer älteres Unternehmen kommt, muss man das natürlich auch erstmal beweisen, dass man das bringt. Wir möchten die Research-Kapazität erhöhen. Heute hast du eigentlich nur eine Chance. Du stellst 9 Leute an. Ja, also ich will irgendwie doppelt so viel schaffen, also brauche ich doppelt so viele Researcher, weil wir alle wissen, die Leistung einfach zu steigern und zu sagen, arbeite mal bitte doppelt so viel oder doppelt so schnell, funktioniert niemals. Ne? Also nie versuchen. In Zukunft, glaube ich, können wir an dem Leistungspart durch Generative AI was schrauben. Ne? Und zwar signifikant und nicht nur durch, hey, ich lasse dir eine E-Mail schneller schreiben oder so, sondern ich habe ja eben gesagt, wir glauben, dass man eine komplette Analyse übernehmen kann, eine erste Analyse, und danach dann mit den Ergebnissen weiterarbeiten kann. Man kann natürlich trotzdem auch neue Leute einstellen. Und ich habe mal, also ich denke im Moment so drüber nach, will ich jetzt jemanden neu einstellen oder will ich die Aufgabe durch Generative AI übernehmen lassen? Und sofern es ein Tool gibt, mit dem ich zufrieden bin und dass das bringt, was es verspricht, natürlich. Und ich glaube, eine Neueinstellung macht dann Sinn, wenn du neue Skills im Unternehmen brauchst. Also wenn du irgendwie jemanden brauchst, der Quant kann oder der Analytics kann. Weil du musst ja immer, selbst wenn dich ein AI-Tool dabei unterstützt, musst du das ja immer interpretieren, bewerten, damit weiterarbeiten. Das heißt, du brauchst eigentlich schon mindestens einmal den Skill im Unternehmen. Das heißt, wenn ich einen neuen Skill brauche und sage, wir müssen eigentlich mehr Quant machen, dann suche ich mir halt einen UX-Researcher, der Quant kann. Wenn ich aber einfach nur mehr davon brauche und sage, wir müssen es eigentlich schaffen, mehr User-Interviews zu führen, dann macht Generative AI total Sinn. Das ist natürlich jetzt alles ein bisschen simpler dargestellt, als es in der Realität ist, aber das ist so das Framework, mit dem ich gerade drüber nachdenke, hey, macht Sinn für uns, jemand Neues einzustellen oder können wir eigentlich mehr schaffen, indem wir Tools finden, die uns dabei unterstützen. Jetzt arbeiten ja viele von euch als Researcher und ich nehme an, auch an irgendeiner Form von AI-Produkt, weil das Unternehmen sich überlegt hat, hey, wir müssten mal AI einbauen. Vielleicht mal Handzeichen. Macht jemand was schon mit AI? Okay, 2, 3. Es wird mehr werden, vermute ich. Aber ich habe euch so ein paar Anhaltspunkte, ich meine, wir arbeiten ja täglich an unserem Produkt, ne? Und uns fällt auf, was man bei AI-Produkten vielleicht auch anders beachten muss als bei herkömmlicher, insbesondere Software. Bei Zipgate mache ich Telefonanlagen, ne? Das ist sehr herkömmliche Software im ersten Schritt mal, während bei Xelpa mache ich AI-Produkte. Das heißt, ich sehe da Unterschiede, wie man da vorgehen muss. Das Erste ist, eine Nachvollziehbarkeit des Outputs wird total wichtig. Das ist bei herkömmlicher Software, die ja, also
wo man ja weiß, okay, das gebe ich als Input rein und das kommt als Output rein, raus, das ist richtig oder falsch und das ist vor allen Dingen auch immer das Gleiche beim gleichen Input, ist das nicht so wichtig, weil da glaube ich halt dran als User, ne? Also wenn ich jetzt in der Excel-Tabelle das eine ändere, dann muss ich nicht überprüfen, also wenn ich das initial einmal gemacht habe, ob immer noch das Richtige rauskommt am Ende. Das ist ja bei ChatGPT und allen anderen Generative AI-Tools ein bisschen anders, weil das ist halt nicht deterministisch. Das ist statistisch, was da rauskommt und das kann halt gut oder schlecht sein. Das heißt, ich will als User eigentlich diese Zwischenschritte nachvollziehen. Das ist auch der Grund, warum wir alle Notizen und so dir anzeigen, weil wir halt sehen, okay, wenn ich eine Zusammenfassung von meinem User-Interview habe, wenn die auf Notizen basiert, dann will ich die als User mal einsehen können und auch vielleicht die Plausibilität überprüfen von dem, was da rauskommt. Der zweite Punkt ist Vermenschlichung. Das ist ein ganz großes Thema, weil Generative AI als Medium ist das halt Sprache. Und wer kann sprechen? Menschen. Ne? Das ist ja insbesondere auch der Unterschied zum Beispiel zu Tieren. So, und jetzt haben wir auf einmal eine Entität, die sprechen kann und das führt dazu natürlich oder das lädt dazu ein, diese Tools zu vermenschlichen. Und manchmal macht das Sinn, also zum Beispiel müssen wir bei den Chat-Interviews natürlich eine gewisse Form von Vermenschlichung schaffen, damit das Engagement hoch bleibt bei den Leuten, die damit kommunizieren. Manchmal macht das aber auch weniger Sinn, ne? Und ich will das nur als Thema aufwerfen, dass man darüber nachdenken muss und zwar aktiver bei AI-Produkten als bei herkömmlicher Software, weil da machte die Vermenschlichung wenig Sinn. Und wenn man das versucht hat, war es immer ganz furchtbar, siehe irgendwie Clippy von Microsoft Office. Ne? Und das dritte ist, Testing wird ein bisschen anders. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das Aufgabe von UX-Researchern wirklich ist, nämlich diese Frage, okay, ich gebe was in das Produkt ein und ich kriege einen Output raus. Ist er jetzt gut oder schlecht? Da gibt es ja kein richtig und falsch. Ne? Das ist nicht Mathematik, sondern das Gütekriterium ist das gut? Ist es vernünftig? Liest sich das gut, zum Beispiel, was da rauskommt? Und dadurch, dass das ja stochastisch ist und du nochmal jeden Input reintun kannst, den du willst. Ne? Also ich nehme mal ChatGPT als Beispiel, da kann ich irgendwas reinschreiben, wirklich, also es gibt offensichtlich aber Milliarden von Möglichkeiten, was ich da eingeben kann und es muss halt immer was Gutes rauskommen, damit ich es wieder benutze. Und das gilt auch für jedes AI-Produkt, das wir entwickeln und deswegen wird das Testing viel krasser. Also ich muss wirklich hunderte Male dieses Produkt durchspielen und gucken, kommt da hinten eigentlich raus, was ich erwarte, kommt da hinten raus etwas raus, das gut ist. Und das ist, glaube ich, auch das habe ich ja zu Anfang gesagt, dass UX-Researcher unheimlich viel mit Sprache arbeiten, haben wir, glaube ich, auch oft ein gutes Verständnis dafür, was eigentlich gut ist am Ende. Ne? Und das ist natürlich schwierig, in irgendwie eine mathematische Formel zu packen. Deswegen muss insbesondere das auch ein menschlicher UX-Researcher da, glaube ich, machen. Die siebte These ist, dass ich glaube, dass es einen neuen Skill geben wird und der lautet KI verstehen. Und zwar auf so einer grundlegenden Basis, dass ich so ungefähr ein Verständnis davon habe, was kann das Teil, wofür kann ich das nutzen, wofür sollte ich es vielleicht auch nicht nutzen, ne, um jetzt irgendwie eine dreistellige Zahl mit einer anderen dreistelligen Zahl zu multiplizieren, ist ChatGPT auf keinen Fall das richtige Tool. Wollt ihr offensichtlich Excel benutzen oder einen Taschenrechner? Und ich habe euch so einen ganz kleinen Input dazu mitgebracht, wie ich mir das vorstelle. Es gibt ein YouTube-Video von einem BWL-Prof, dessen Namen ich vergessen habe, aber wir können das bestimmt im Nachgang irgendwie einmal rumschicken. Ihr findet es auf jeden Fall, indem ihr eingebt, ChatGPT ist wie Wörter würfeln. Was er im Prinzip sagt ist, naja, was ChatGPT eigentlich macht in der grundlegendsten Form ist, es guckt nach, welches Wort als nächstes am wahrscheinlichsten folgt auf alle Wörter, die davor kamen. Für euch anders. Egal. Auf alle Wörter, die davor kamen. Und ihr kennt das alle, bei den meisten von euch auf jeden Fall, von eurem Handy. Wenn ihr nämlich diese Funktion eingestellt habt, dass es euch Wörter vorschlägt hier.
Es macht nichts anderes. Ne? In dem Beispiel, I forgot all about that, can't, und dann kann ein wait, believe oder remember kommen. Aber es könnte, also and ist jetzt nicht wahrscheinlich, dass es kommt. Und deshalb schlägt es genau diese drei Wörter dann vor. Und so ähnlich muss man sich ChatGPT vorstellen. Natürlich viel, mit viel mehr Rechenleistung, mit viel mehr Edge Cases, mit viel mehr Trainingsdaten. Aber das ist grundsätzlich das, wie Generative AI in Textform funktioniert. Fazit. Ändert sich alles. Es ändern sich Sachen. Ich glaube schon. Also das ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, wir werden mehr KI-Unterstützung haben. Wir werden mit anderen Tools, vielleicht auch mit anderen Methoden arbeiten. Es wird Änderungen, glaube ich, bei der Dokumentation geben, weil es viel einfacher wird und dann auch viel spannender im Nachgang nochmal auf Erkenntnisse zurückzugreifen. Wir werden Prozesse haben. UX-Management sind wir gerade ja auch vorbeigekommen. Die Produkte ändern sich sowieso, an denen wir arbeiten. Und auch das Skillset gilt es zu erweitern. Aber es gibt auch Sachen, die sich nicht ändern. Und zwei davon finde ich super wichtig. Das eine ist, ich glaube, echte User bleiben total relevant. Also mit einem echten User in irgendeiner Form zu sprechen, von dem Input einzuholen, ist was, woran wir natürlich glauben, weil sonst würden wir sowas wie Synthetic Users machen und einfach sagen, ja, tu mal so, als ob. Das ist, da kriegt man halt immer nur so einen Durchschnitt raus und das ist wenig hilfreich, weil wir ja genau von den spannenden Insights auch leben und sagen, ey, der hat das gesagt, das ist doch total, hier müssen wir mal weiter eingraben uns. Weil sonst kann ich auch mit meinem Produktmanager reden und den alles entscheiden lassen. Und das andere ist das Critical Thinking, also das Hinterfragen sowohl von AI-Tools als auch von, das habe ich zu Anfang gesagt, den Fragestellungen. Ist das überhaupt die richtige Frage, die wir hier beantworten? Sind das überhaupt die Insights, die wir brauchen, um das Produkt nach vorne zu bringen? Und deswegen sind das, glaube ich, Sachen, die sich nicht ändern und die gerade wir als UX-Researcher total mitbringen können und nach wie vor in all diesen Dingen relevant bleiben. Das war ja fast ein perfekter Moment. Jetzt ist Zeit für eure Fragen. Vielen Dank.